Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich bin hier nicht allein, sondern heute mit dem Pantier, also mit Pani. Hi. Hallo. Der ist bei mir zu Hause. Und ich bin halt Pokémon Showdown. Random Battles. Let's go. Kannst auch reden. Ja, hallo. Hallo YouTube. Oh scheiße, das ist nicht gut. Was haben wir denn? Ebojon. Garantina, alles klar. Ebojon. Ja, warte, ich möchte mir... Normal effektiv. Problem. Was können die? Geh mal auf Nein. Swana. Ja, hau raus. Gib auf. Haha. Also, wir sind beide keine Pros, das muss ich mal sagen. Nein. Du bist mehr Pro als ich. Ja, gut. Ich versuche reinzukommen. Okay, mal her. Haha. Hat nichts gebracht. Außer den Burn. Was muss ich erstmal machen? Ich würde sagen, das ist deutlich mit ihm, oder? Ja. 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 Sollen wir eher Rain Dancen? What? Ja. Das würde für Empoleon helfen, ne? Das ist live auf Empoleon, wir Rain Dancen. Let's go! Fuck, der Typ hat Wild Charge, natürlich hat er einen Wild Charge. Was würde er sonst haben mit Wild Charge? Kein Wild Charge? Was hat das mit Nighthead? Sag mal kurz. Was hat das Giantina? Ich hatte Solabim. Solabim! Pflanze, gegen Feuer. Was hat Giantina? Ja. Gehen im Podium. Warte mal. Im Feuer, nee, Wunsch! Scheiße, das Ding wreckt uns einfach. Hydro Farm! Im Feuer ist schneller, oder? Nein, das ist nicht. Ja. Es geht raus! Ja! Was ist das? Maxer. Kennst du das nicht? Doch. Okay. warte, haben wir ein Fehl-Pokémon? Ich hab Eisbeam gedrückt. Ja, wäre cool gewesen. Ja. Ist der ja? Ne, der ist Psycho. Ja. Guck mal, wie schön hier oben links das angezeigt wird. Eisbeam. Nein. Wir müssen unsere Hidden Power Eis. Kann man machen. Na jetzt. Der fliegt Solabim. Oh. Wir gehen auf Feuerblast. Nicht auf Solabim? Solabim. Gegen den Flug. Oh, Feuerblast. Feuerblast. Okay. Wir wissen echt. Frag nicht, was diese Knackgeräusche sind. Was? Wir sind 5 Level über dem. Und haben einen in der Sonne Feuerblast auf den Typen abgefeuert. Dann halt die Hidden Power Eis. Was? Oh. Solabim. Jetzt komm ich dran. Warte, nee, wir sind schneller. Warte, geh mal. Wir sind schneller. Es überlebt. Warum überlebt das Ding das? Wir überleben auch. Solabim. Stirb. Kartoffel. Ich war zu langsam, verdammt! Ist auch tot. Ja, Life Orb. Ja. Also was kann das passieren, ja? Einer mit. Ach, komm. Perfekt! Eisbeam! Ich sag noch Eisbeam, Alter. Eisbeam! Hat auch ein bisschen lauter reden. 2 gegen 2? Nee, 2 gegen 4, verdammt. 3 gegen 4. Aber wir haben Gerantina. YouTube. Aber welches Pokémon ist da rein? Das rein? Ja, das wäre so richtig so. Das wäre super. Knüffisch. Knüffisch. Hässlich ist das Pokémon von der 7. Gen. Knüffisch. Nicht sagen.
Ach, deswegen. Würde ich sagen, eigentlich. Wir können noch am Müller drücken. Full Heil oder wie? Perfekt. Und dann gehen wir raus. Und dann gehen wir raus. 99 nur. Easy. Jetzt in Chesno. Chesno. Woodhammer oder? Es hat Psychobeißer, oder? Ich mach Woodhammer als 100%. Ich muss weg. Ich geh raus. Woodhammer macht trotzdem nice Schaden. Warte, wie schnell ist das Ding Max? 2-2. Ja, nee. Nee. Nein, bringt noch gar nichts. Wir gehen raus. Christelia eigentlich. Christelia. Ja. Unser 100. Leben, Christelia. 100%. Stirbt! Woo! Zu viele Leiber-Pokémon, ne? Schlechtes Teambuilding auf jeden Fall. Wenn man versucht, jemanden was unter sich drüber zu schieben. Jetzt du wieder. Oh, Moonlight! Moonlight! Fuck! Juckt es. Darf uns nicht sweepen! Juckt es nicht! Nee! Komm! Warte! Komm! Warte. Komm! Nein, komm! Nee, zurück. Nee! 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 What the fuck? Warte schneller als nächstes, wenn ich draußen bin, oder? Ja. Hier rein. Tornados! Schneller als wir. Wir können ihn. Jetzt kann ich den opfern. Drück einfach nochmal den Feld. Ja, wir können noch gewinnen. Ja. Okay, ja. So. Ice Beam. Wenn er auf Knöpfe drauf geht, kassiert Schaden. Dann ist es tot. Wenn er hier drauf geht, tot. Wenn er hier drauf geht, wir tot. Wir können noch gewinnen, wir können noch gewinnen. Ja. Noch können wir gewinnen. Wir hätten irgendwann die Spikes gegen, weil das wäre zu wichtig gewesen. Ich muss ein bisschen lauter reden. Die Spikes wären richtig wichtig gewesen. Also. Weil man Robin manchmal nicht versteht, sorry. Ich habe kein richtiges Mikro, sondern nur ein Headset. Ja, professionell. Es bleibt. Boom, Tornadus. Er muss eigentlich auf Zero gehen. Stopp. Was machen wir? Flashhawk. Eigentlich Eisbeam, ne? Also, wir müssen jetzt gewinnen. Entweder er geht auf Shadow, er geht auf SD. Was glaube ich dann? Wenn er auf SD geht und die Moonlight drücken, haben wir verloren, glaube ich. Wie wär's, wenn wir einfach Eisbeam drücken? Wäre eine Möglichkeit. Also das Problem ist, wenn wir auf Moonlight gehen und er auf SD geht, dann macht er uns richtig krassen Schaden. Und dann können wir ihn auch in der nächsten Runde nicht killen. Deswegen würde ich eher auf Ice Beam gehen. Aber wenn auch. Ich gehe auf Ice Beam. Crunch macht nicht. Death Drop, natürlich! Aber. Erstmal die Hex am Start. Wir sind schneller, glaube ich. Immer. Nein, sind wir nicht. Aber was, wie soll uns das Ding effektiv angreifen? Das Ding hat U-Turn. Wir müssen einfach. Moonlight erstmal drücken. Beim U-Turn könnten wir überleben. Und der. Nein, wir müssen einfach drücken. Ja, okay. Red. Woo! GG! GG! Super, Mensch. Hallo, willkommen in Runde Nummer 1. Effekt schon gut an. Yeah, ja. Porygon 2. Woo! Ah, wir haben. Oh. Warte, was macht Dynamic Punch? Hau raus. Ach einfach, das ist halt Ice Beam, das ist halt Safe Ice Beam, oder? Hier ist es kein normales Problem, das ist halt kein Ice Beam. Das hat Dauerwert, ich kann es noch nicht. Ich will das keine Ahnung, oder Shadow haben. Toxic. Gut. What the fuck? Immer noch ein Polygon 2, das ist Safe Beam.
polishen. Das hätten wir in der ersten Runde machen sollen. Nö. Und Shadow Punch. Verdammt, das hat uns... Stopp. Einfach Earthquake. Nein! Wir gehen auf Dynamic Punch. Verdammt! Das ist gut. Er will uns durch Toxin. Ich hab eine Idee. Einfach Earthquake drücken. Earthquake. Stopp. Ich dachte, wir gehen auf Shadow Punch. Naja, aber dann kommt Porygon wieder. Er weiß ja nicht, auf was wir gehen. Ich dachte, wir gehen auf Shadow Punch. Boom! Und jetzt auf Earthquake. Er bleibt drin und finisht und... Also wir haben hier gut Schaden gemacht. Hat sich voll gelohnt. So, was haben wir noch? Warte mal. Beastfallrohr! Wollen wir es einfach machen? Was ist das, ein Enkelsen Mega? Ja. Warte, hat es? Schade, es hat kein... Super. Beastfallrohr. Was hat Beastfallrohr für ein Item? Also Feuer Z-Kristall. Geh mal auf mit Champ. Was? Es hat mit Champ. Lobart mit gut. Und so würde Maru. Richtig gut. Toggle? Nee. So. So würde Maru so dumm. Ja. Mit der Kugel. Einfach. Finishen. Wollen wir T-Spikes legen? Wer dafür will legen T-Spikes? Ja. Was hilft es uns denn, keine Toxic Spikes zu legen? Nochmal! Ah ne, ich bin fast tot. Wollen wir das Ding opfern? Gold drücken! Das ich würde sagen, wir drücken Gold und hoffen einfach, dass das Ding killt. Erstmal Gold, vielleicht töten wir das Ding ja. Nee, das ist ja schneller als hier, oder? Nee. Stimmt! Wir können Score drücken. Stimmt. Sorry. Ich dachte gerade, das wäre super. Boah, gelöst. Nein, wir hätten noch mal die Spikes sehen sollen. Ha, jetzt ist Porygon wieder weg. Wer weiß. Vielleicht haben wir auch Angst vor Porygon wegen den T-Spikes. Na, das ist keine schwere Verwirrung, sondern normale. T-Spikes sind zweimal nicht schwere. Damit es immer mehr Schaden wird. Und bei drei? Geht nicht. Drei bringt nichts. What? T-Spikes? Oder? Levitate. T-Spikes. Levitate. Für Porygon und achso. Für alle anderen Pokémon. Achso, gut. Achso, du meinst... Achso, ah, schneller. Nee, das hat ja Füße. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Ist doch ein Eis-Pokémon. Was hat unser Alexan? Was hat unser Blastfire? Hat er... Es hat einfach... Fireblast, Z-Fireblast. Wir können einfach... Z-Fireblast, einfach drauf. Wechseln das Farbe. Oh nee, was ist das Ding? Eis? Guck mal. Ja. Das ist nur Eis. Ich wollte fragen, ob es ein Geist ist. Aber geh in Blast Farbe. Z? Nee, einfach nur Fireblast gucken. Du musst lauter reden. Ja, mach ich. Okay. Ja. Warum überlegt er denn so lange? Los, Janna, cut jetzt! Nein! Oh, schade. Er überlegt zu lange. Verdammt! Tschüss. Was? Ich sag doch den Z-Move! Was? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Mindblow. Hätten auch Mindblow drücken können. Z-Mindblow. Nein. Mhm. What the... Wenn... Was ist das? Das aber wenn... Jetzt können wir allerdings mit sie Mind Blow irgendwas killen. Irgendwas. Hoffen wir bei Porygon. Also, plus 1 Special Attack sie Mind Blow. Du weißt, was Mind Blow ist? Oder? Ja. Poison. Gut. Aber Attack. Hau raus. Kill him. Und wenn er kein schnelleres Pokémon hat, dann können wir noch mal Mindblow drücken. Mindblow! Oh nee, Fireblast!
Ja. Wir haben gewonnen. Er hat nur Eis-Pokémon, wie dumm. Und jetzt Käfer-Pokémon, egal. Trotzdem Fire Blast. Wir können jetzt gleich mal mein Mindblow drücken und haben selbst dann wahrscheinlich gewonnen, oder? Eisbeam. Wie das ist Eisbeam. Das ist Hidden Power Ice. Oder Hidden Power Eis. Mindblow. Hidden Power Eis? Nein. Einfach. Mindblow. Boom! Get sweeped! Das war schön. Alles klar. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst etwas Positives da. Schaut nicht bei Party vorbei, der hat keinen Kanal. Nice. Aber, hat er noch ein paar letzte Worte für euch? Ich bin auf YouTube. Hallo Mama. Bis dann und tschüss.